Martha! Herr Gerold, was ist eigentlich Mathematik? Wieso brauchen wir Mathematik überhaupt? Mathematik ist überall. Mathematik, das ist die Welt der Zahlen. Aber den Umgang mit Zahlen, das Verständnis von Zahlen, Rechnen, Rechengesetze, das muss man erst verstehen lernen. Mathematik, das ist auch die Welt der Formen, Figuren, Körper. Aber eine Vorstellung von Formen, Figuren und Körpern und die Eigenschaften wie Länge, Winkel, Volumen, Flächeninhalt, das muss man sich erst einmal vorstellen können. Mathematik kommt manchmal auch in Spielen vor. Dann bringt Mathematik allen Spaß sogar. Und mit Mathematik wird im wahrsten Sinne des Wortes die ganze Welt beschrieben. Im Großen und im Kleinen. Aber die Instrumente dafür, die muss man erst kennenlernen und den Umgang damit einüben. Und schließlich ist die Mathematik natürlich auch die Grundlage für unsere digitale Welt. Daher ist der Einsatz digitaler Hilfsmittel und Medien in unserem Mathematikunterricht natürlich ein absolutes Muss. Es gibt nur wenige Menschen, die können sich in ihrem Kopf vorstellen, was Mathematik ausmacht und beschreibt. Daher ist unser Mathematikunterricht immer handlungsorientiert und wann immer es möglich ist, auch anwendungsbezogen. Von der 5. Klasse an bis in die 10. Klasse verwenden wir daher unsere umfangreichen Materialien und Modelle im Mathematikunterricht.